Ja, dann wünsche ich uns allen noch einen guten Abend und freue mich über das Treffen heute und hoffe, dass wir uns alle dann sehen im September. Ja. Und Katrin, wenn du auch Kandidatin bist, du kannst dich auch gerne noch anmelden zum IIT in Ja, Salzburg. ich weiß. Und gleichzeitig war ich gerade in Slowenien beim Ah IIT. ja, okay. Und also ich glaube, im September kriege ich das nicht mehr auf die Reihe. Das konnte ich mir vorstellen, ja. Das Ja. wusste ich natürlich nicht. Nein, konntest du nicht wissen, nein. Ja. Ja, natürlich wäre das schön, ja, wenn ich euch dann Ja. auch live kennenlernen würde. Wäre natürlich schön, das stimmt. Klar. Ja, aber da sehe ich Ja, ich freue im Moment, sagen wir mal. mich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du kannst Werbung machen in deinem Bekanntenkreis. Ja, genau. Jede Teilnehmerin und Teilnehmer, die bezahlen, sponsern ja auch indirekt ein bisschen mit, weil ein gewisser Prozentsatz immer auch in Unterstützung geht. Ja, Ja. ich weiß. Das war in Slowenien auch so. Ja. Ja, Okay. das gilt für alle IITs, ne? Okay, dann. Danke. Спадівається, Ja. побачитися. До Тschüss. зустрічі. Tschüss. Bis bald. Danke, dass ihr da wart. Bis Danke. bald. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Ich bin in der Ukraine schon hier Nacht. Ja, ich sehe es. Ja. Vielen, Alles vielen gut. Dank und bis Gute Nacht. nächste Mal. Bis treffen. Ich heiße alle herzlich willkommen zu diesem Treffen. Und mir ist es wichtig zu wissen, dass für mich dieses Treffen verschiedene Aspekte hat. Das eine ist, einfach uns auch gegenseitig kennenzulernen. Olga und Olena leben hier in Deutschland. Sie sind hierher gekommen aus der Ukraine, nachdem der Krieg voll angefangen hat, im Februar 2022. Und sie möchten gerne zum IIT kommen im Herbst in der Nähe von Dresden. Und dazu dient dann auch der zweite Zweck, dass Menschen inspiriert werden von dem, wie sie gewaltfreie Kommunikation anwenden mit den Menschen aus der Ukraine und auch denen in der Ukraine, um sie zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Und deswegen habe ich Sie eingeladen, zum einen zu teilen, wie es Ihnen hier geht, nachdem Sie hier in Deutschland jetzt auch schon etwas länger leben, und zum anderen in einer zweiten Runde mit uns zu teilen, wie Sie Menschen aus der Ukraine, die hierher geflüchtet sind oder die noch in der Ukraine leben, und da unter sehr unterschiedlichen Bedingungen leben, wie sie die unterstützen. Und ich wüsste gerne, wer anfangen möchte. Ich bin Olga Klimenko. Ich komme aus der Kharkiv, aus der Ukraine, seit 2022. Zuerst komme ich mit meinem Sohn und meiner Schwester, ihre Kinder und meine zwei Kollegen und ihre Kinder auch. War zuerst bei dem meine Partnere Organisation Kulturzentrum Gorod in München. Und dort bin ich ungefähr einen Monat geblieben das war wie ein Lager. Danach meine Kollegen helfen mir, eine Wohnung gefunden, und ich mit meiner Familie waren ein bisschen in Sicherheit. Danach, ungefähr in 9 Monaten, endlich
konnte mein Mann mit seinem Vater. Er ist Invalid und er kann nach der Deutschland auch geflogen mit seinem Vater, 85-jähriger Vater, ja. Und in diesem Jahr, im Ende letzten Jahr, endlich kann meine Eltern auch aus Chersoner Gebiet hier in Deutschland Unterstützung be bekommen. Und gleichzeitig lerne ich Deutsch und unterstütze ukrainische Frau mit ihren Kindern. Ich leite Unterstützungsgruppe für Frauen, monatliche Unterstützungsgruppe. Auf Basis dieser Gruppe war gewaltfreie Kommunikation. Und das war meine große kleine Sieg, aber ich kann organisieren im letzten Sommer dreitägige Workshop mit Irmtraut Kauschat und Christiane Welk hier in München und Teilnehmerin war aus ganz Ukraine und Deutschland und Schweizerland. Das war ukrainische Frau. Sie möchte mit gewaltfreier Kommunikation le nicht nur leben, sondern auch helfen andere Leute, ihre Familie und ihre Nachbarn, Nachbarin. Und von Beruf bin ich Psychologin und Psychotherapeutin. Habe ich hier in Deutschland zwar eine ehrenamtliche Arbeit, eine als Leiterin psychologischer Unterstützungsgruppen, zweite als Psychologin mit ukrainischen Verwitwen und Mutter gestorbener Soldaten. Das wie Identifikation für mich seit 2014. Ich mit Olena Lukasch gegründet in der Ukraine eine Organisation, das ist Bar psychologische Organisation und wir helfen nicht nur Flüchtlingen, sondern auch Jugendliche. Wir machen viele Projekte mit deutsche Regierung, mit deutschen Leuten auch. Und Irmtraut war auch sehr wichtige und unsere Gäste. Und sie führen auch, sie hat für unsere Gruppe, mit der wir arbeiten, auch geben, Irmtraut hat uns viele Workshops gegeben über gewaltfreie Kommunikation. Das ist kurz über mich, wenn wir jemanden hat Frage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn jemand Frage haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Hey, danke, Olga. Meine Idee ist, dass wir erstmal die beiden anderen noch hören und dann Fragen vielleicht auch an alle stellen können. Passt das so für dich? Vielen Okay. Dank. Wer möchte als nächstes? Ich kann. Nächstes. Okay. Für mich ist es wichtig, aufrichtig zu sein. So, mache mir Sorgen, auf Deutsch zu sprechen, aber ich versuche, einfache Sätze sagen, ja, und dann, wenn ich müde wird, bitte ich um Allah mir übersetzen. Mein Name ist Olena Lukas, ich bin Psychotherapeutin von Beruf und ich komme auch aus der Ukraine, aus Kharkiv.
Und jetzt arbeite ich online mit ukrainischen Klienten, die mittlerweile auf der ganzen Welt leben. Seit Kriegsbeginn ist meine Familie nach Deutschland gezogen. Wir wohnen jetzt in Brühl, das ist zwischen Bonn und Köln in Nordwestfalia. Ja, das ist, ich denke, das ist ein netter und freundliches Land in Deutschland. Ja, meine Familie sind habe ich einen Mann und 3 Töchter. Meine älteste Tochter wird 80 in dieses Jahr, und andere Tochter sind Zwillinge, und sie sind 12 jetzt. Außerdem leben meine Eltern jetzt bei uns. Dass sich die Situation in Kharkiv verschlechtert hat und sie dort nicht mehr leben können, und sie müssen hier auch gekommen waren, ja, oder war. Alles gut. Deutsche Alles gut. Grammatik, ja. So, wir betreuen jetzt derzeit 7 Familienmitglieder, ja, unsere Tochter und unsere Eltern. Es gibt unterschiedliche emotionale Zustände, von völliger Erstarrung bis hin zu Depressionen oder starke Verletzlichkeit. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt viel beobachte, was wo passiert und wie die Leute reagieren und was sie sagen. Einerseits ist für mich wichtig und sicher, als meine Gefühle oder Bedürfnisse auszudrücken. Und andererseits habe ich oft große Angst, ja, über meine Gefühle etwas sagen oder reagieren. Etwas, weil es unter Freunden und Bekannten zu viele unterschiedliche Meinungen und Positionen zum Krieg gibt. Und auch leider innerhalb in meiner Familie. So, das ist manchmal sehr schwer, mit meinen Eltern zum Beispiel sprechen. Oder wir müssen manchmal sprechen über verschiedene Sachen, aber nicht über den Krieg zum Beispiel. Ja, und für mich, das ist ein bisschen schwer, und ich habe manchmal depressive Gefühle über das. Darüber, ja, darüber. So. Мабуть, далі українською, да, трішки, тому що далі буде складніше мені Давайте, давайте. передати, що я зараз використовую багато спостереження в моєму житті, бо це для мене дійсно дає можливість більше прислухатися до себе і до своїх почуттів і потреб, і вже через спостереження їх якось виразити. Інакше. Це як такий крок ННС в моєму житті. Оліна Бенуц єсть фільм Беобахтунген вершенлі, хоча вершенлі гіпсен спеціалі бегріф Беобахтунген. абазо Беобахтунген, я? Я. Окей. Дан фільм Беобахтунген um sich selbst besser zu verstehen, auf ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse besser zu reagieren. Deswegen beobachtet jetzt sie selbst. Und das ist ihr Schritt der gewaltfreien Kommunikation jetzt bei ihr. І через спостереження я
якби знаходжу багато варіантів для себе, тобто більше ніж один, да, для своєї реакції на різні, ну, ситуації, на дії інших людей, на те, що вони говорять, да, тому що мені зараз, ну, вкрай важливо, якби от, ну, не образити іншу людину або залишитися на зв'язку з нею. І, ну, перш ніж щось говорити і діяти, то мені краще, ну, якби помовчати, поспостерігати, да, і потім знайти варіанти, як з нею спілкуватися. Durch die Beobachtungen findet Olena mehrere Varianten ihrer Reaktion, ihrer dann Antworten auf die Situationen, auf andere Menschen, weil es ist für sie wichtig, dass sie keinen anderen Mensch beleidigt und sie versucht erstmal, sie versucht nicht sofort zu reagieren, sondern zu schweigen, zu überlegen, nachzudenken, wie viele, das ist so und so und so, dass sie auf verschiedene Art und Weise reagieren kann und erst dann, um keinen zu beleidigen, dann wählt sie die Variante, die besser passt. Ja, vielen Dank für Ihre Внимание, für Ihre Achtung. Ja? Aufmerksamkeit. Okay. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Das ist schöne, lange Worte in Deutschland. Man könnte auch sagen, für Ihre Zeit wahrscheinlich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Zeit und ich bin fertig. Ja? Danke, Olena. Olga. Ich heiße Olga Karpova. Ich komme aus der Ukraine, aus Stadt Kiew. Ich lebe seit 2 Jahren in München. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Söhne. Aber meine Familie ist nicht zusammen, weil in der Ukraine ist. Mein ältester Sohn lebt in Kiew. Er ist Student an einer medizinischen Universität. Er arbeitet in einem Krankenwagen. Ich lebe allein mit meinem Sohn in München. Er ist in Schule. Mein Mann lebt und arbeitet in Kiew. Ich bin Kinderpsychologin und Montessori-Lehrerin von Beruf. Ich habe seit 15 Jahren mit ukrainischen Kindern gearbeitet. In München arbeite ich als Lehrerin in einer ukrainischen Samstagsschule mit ukrainischen Kindern. Für mich ist schwierig, in Deutschland zu leben, denn mein Mann lebt in der Ukraine, mein ältester Sohn lebt in der Ukraine, meine Mutter lebt in der Ukraine. Ich lebe in 2 Ländern und in 2 Häusern. Mein Herz ist in 2 Hälften geteilt. Die eine Hälfte befindet sich hier in Deutschland, die andere Hälfte in der Ukraine. Jeden Morgen beginnt für mich mit Nachrichten aus der Ukraine. Ich danke Gott jeden Tag, dass meine Familie am Leben ist. Selbst Empathie hilft mir. Ich frage mich, wie ich mich fühle. Was sind meine Bedürfnisse? Ich habe viele Strategien, die mir helfen. Ich bin ehrenamtlich für eine Organisation, Pocket-Projekte und arbeite jetzt kostenlos mit ukrainischen Flüchtlingen.
Alles. Okay, danke, Olga. Ich war öfter in Kharkiv und habe da Olga und Olena getroffen und habe eure Arbeit bewundert. Ihr habt mit Menschen gearbeitet, die eher am Rand der Gesellschaft stehen, mit Jugendlichen, die nicht studieren konnten, die spezielle Betreuung gebraucht haben. Und ich habe diese auch zum Teil kennengelernt und habe gesehen, was ihr da beigetragen habt zu deren Leben. Und vielleicht mögt ihr dazu noch ein bisschen was sagen. Und ich habe auch ein Seminar mit euch gemacht, online, damals wegen Covid, mit Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft. Und ich habe das sehr wertgeschätzt, weil damals war ja schon auch der Krieg im Osten. Und da war es sicher noch schwieriger für diese Menschen, sich zu zeigen, weil so ein Männlichkeitsideal vom Krieger, vom Soldaten so wichtig war. Und habe euch bewundert, dass ihr den Raum geschaffen habt für diese Menschen. Mögt ihr darüber vielleicht noch was sagen zu eurer Arbeit? Zur Зрозуміло, чи Übersetzung? Okay. брав? Вам потрібно переклад, чи ні? Чи ви зрозуміли? Так, А, потрібен зрозуміла. переклад, так? Да? Зрозуміли, так? Да? Там Добре. трішки Ну, може, там. комусь потрібен переклад. Да, я зрозуміла, що Добре, давай. та от сказала, що була в Німеччині, в Україні з нами, да, на тренінгах, але потім в кінці я не зрозуміла, що можемо щось додати, да, чи якось. Да. Додати щодо своєї роботи, от з підлітками, з людьми, які на межі були з ЛГБТ, може, ви щось хотіли би розповісти про цю вашу роботу? Ich kann starten, ja. Jetzt habe ich nur 10% auf meine Beschäftigung gemacht, weil früher haben wir nicht nur ich, sondern Olena und andere meine Kollegen, wir arbeiten ungefähr 10 Psychologinnen und Psychotherapeutinnen in einem Team. Und wir führen und realisieren viele Projekte mit Jugendlichen. Das war Projekte über friedliche Wege. Und wir lernen zusammen Mediation und wir arbeiten mit Schülerinnen und gleichzeitig mit Lehrerin und Lehrer und mit Schulamt. Und das war dreijährige Projekte. Wir lernen zusammen Nein, wie können wir Nein sagen, hoffentlich und mit Hoffentlichkeit für andere Leute. Wie können wir auch friedliche Wege suchen im Konflikt? Wie können unsere Bedürfnisse hören? Wir lernen zusammen Selbstempathie geben und dann Empathie anderen Leuten zeigen und geben. Und bleiben mit Empathie mit anderen Leuten. Das war ein Weg. Andere Richtung in unserer Organisation war mit Sozial-Sachbearbeiterin und Bearbeiterin und mit Schuldirektorin. Wir führen auch
verschiedene Traininge, über Toleranz, über Diversity, und wir können besser verstehen unsere Kollegen und Leute mit diese Leute mit jemanden mit welchem arbeiten, ja, für Sozialamt, für Schuldienst, und andere Richtung war auch, wir unterstützen LGBT-Community und führen auch Gruppe, selbst Hilfsgruppe für LGBT-Community, und dann nach den 2 Jahren organisieren wir zusammen Dialoge für zwischen LGBT-Community und zwischen Schuldienst, zwischen LGBT-Community und zwischen Sozialdienst. Da. Wir möchten alle ein bisschen mehr Verständnis finden zu uns. Und das war nicht so leicht, aber sehr entspannende Arbeit. Und ich bin begeistert, dass diese Organisation bis jetzt in Kharkiv bleiben und helfen andere, nicht nur LGBT-Leute, sondern auch helfen Soldaten oder Flüchtlinge, welche in Kharkiv-Gebiet und Kharkiv kommen, aus anderen Gebieten, aus Donetsk-Gebiet, Lugansk-Gebiet und auch Kharkiv-Gebiet, weil besonders jetzt, das ist sehr anstrengende Situation, und das war eine Seite, und andere Seite, unsere Arbeit war auch, wir, ich und meine Kollegen und Kolleginnen auch lernen gleichzeitig gewaltfreie Kommunikation und Psychologie, verschiedene Methoden, wie können wir arbeiten mit Soldaten, mit Familiensoldaten, weil seit 2014 bekommen wir viele Leute im Kriegsgebiet, und Kharkiv-Gebiet war sehr an der Grenze mit Gebieten, die waren angreifen Russland. Wir bekommen viele Unterstützung aus Deutschland seit 2014 bis 2022 in der Ukraine, weil wir führen nicht nur gewaltfreie Kommunikation können wir teilen, unsere Kenntnisse, sondern auch verschiedene Therapie für Kinder, für Frauen mit Gewalt und sexuelle Gewalt auch. Das war Workshop auf Organisation aus Deutschland. Wie können wir helfen? Und wie können wir lernen und lernen für Psychologe organisieren und Supervision machen? Ja, und viele Leute aus unserem Team bekommen auch Kenntnisse in Supervision. Wie können wir unterstützen verschiedene Team, die helfen andere Leute? Und was mache jetzt? Ich unterstütze Frauengruppe und auch gebe Alleinkonsultation, einzelne Konsultation mit für Leute, die verloren ihre Verwandte bei dem Krieg. Das ist Zivilleute und Leute, die Verwandten gehen an die Grenze und schützen unsere Grenze jetzt, ukrainische Grenze, weil wir haben nicht so große Armee, dass jetzt unsere Soldaten, das ist Leute aus Bäckerei, aus Schule, aus verschiedene andere Amte, ja.
Und ich habe auch Verwandte. Sie gehen ehrenamtlich unsere Grenze schützen. Und sie möchte jetzt auch Frieden bekommen in unserem Land. Ja, ich möchte Pause machen, vielleicht jemanden anderen, Olena oder Olga, möchte Ja, Pause. danke. Так, я хотіла б додати. Да. З перекладача мала, будь ласка. Буває, Оль. Олена, давай. Що в Україні до війни було багато роботи дійсно з ЛГБТ-спільнотою, і ми також проводили групи підтримки для цієї спільноти. І це була і проєктна діяльність, і такі, ну, безкоштовні дійсно групи, на яких люди. І це були дуже важкі насправді групи для нас. От ми з Олею це проводили, бо треба було багато уваги і такого до спілкування, бо були трансгендерні люди, і це дуже, ну, непросто звертатися до них. Та, ну, так, як, наприклад, там сидить жінка, але це ми знаємо, що вона себе позиціонує, наприклад, як чоловік. Тобто це, ну, багато уваги, таких сил потребувала, і дійсно це було важливо їх підтримувати. І в нас була така, ну, достатньо велика ком'юніті, де вони могли довіряти і звертатися до нас. Vor dem Krieg gab es viel Arbeit mit den LGBT-Menschen. Das war Projektarbeit und auch so einfach auf freiwillige Basis. Es gab viele Menschen und sie brauchten sehr viel Aufmerksamkeit. Besonders schwierig war es, weil es ging auch um Transgender und da so steht von dir. Sitzt eine Frau und du weißt, dass sie sich als Mann versteht. Und man braucht tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Mühe geben. Und es war eine große Menge von großer Gemeinschaft. Також, ну, дійсно, у нас було багато проєктів, в яких ми підтримували підлітків саме коледжів профтехнічного навчання. І теж пам'ятаю, що в нас з Олею були такі місяці, що ми просто кожного дня проводили по там 4-5 груп з різними студентами. І, ну, ми там вдвох, і ще в нас було дві колеги. Охват був просто, я не знаю, за 3 місяці, да, Олечка, ми там зробили неймовірну кількість заходів і тренінгів, бо нам це подобалось перше, і ми дуже відповідально до П'ять цього день. Чотири, п'ять кожного дня. Так. Я це Запит був, гроз. але Запит дуже великий був. Große Arbeit mit den Jugendlichen. Und mit Olga hat Olina, haben Olina mit Olga 4, 5 Veranstaltungen pro Tag gemacht. Pro Tag. Weil es war sehr große Anfrage einerseits und andererseits, sie hatten diese Arbeit gern. Так, і після цього дійсно було багато таких консультацій зі студентами. Вони до нас ще приходили. Там вже проєкт, ну, там декілька років вже він як не було, але нас пам'ятали і зверталися саме за психологічною підтримкою. І навіть зараз у мене є клієнтки, дівчата, які в нас навчалися. Тобто, вже під час війни вони, ну, там тримали цей номер і звернулися за підтримкою. Тобто, це дуже такі важливі моменти, бо це як було не просто, да, така робота. Це дійсно було з душою, і люди пам'ятають і звертаються по допомогу зараз. Das war nicht bloß eine Arbeit, das war tatsächlich mit der Seele gemacht. Deswegen, als sie studiert haben, diese jungen Menschen, die als zuerst zu Projekt gekommen sind, dann blieben sie im Kontakt. Sie wollten so irgendwelche Fragen klären, so betreut werden. Sie kamen dann wieder und wieder und auch jetzt einige.
Junge Frauen Mädchen, die auch im Projekt waren, sie sind auch jetzt im Kontakt. Sie brauchen Hilfe. Sie haben Telefonnummer, sie finden und sie bitten um Hilfe jetzt. Так, і ще в нас був дуже великий проєкт. Ми працювали з родинами, які були як патронатні сім'ї або прийомні сім'ї, які виховували дітей. І це були і багатодітні родини, і батьки, яких було, там є різниця між патронатними сім'ями, да, і там які виховували Дитячі багатодітні. будинки сімейного Дитячі типу. будинки сімейного типу, тобто різні такі структурні підрозділи, да, тобто там, де виховується багато дітей, і діти не прості, тобто в них це покинуті, наприклад, батькам або вилучені з сімей. І були такі групи підтримки цих батьків, да, щоб як спілкуватися з дітьми. І це теж, звичайно, було завжди з ННС, з можливістю вивчення ННС в цих групах. А патронатна сім'я це що? Я Це зовсім не зрозуміла. тимчасова родина, коли дитину треба кудись на час, поки з її батьками будуть вирішуватися якісь, да, питання. Вона патронатна сім'я на якийсь час, до там півроку максимум, а в нас 3 місяці десь, максимально 4, да, вона виховує цю дитину, допомагає, як дитина на цей час знаходиться в цій родині. Ja, und auch es war ein großes Projekt mit den Kindern, mit den so Familien, die Kinder für bestimmte Zeit genommen haben, für die Zeit, als der Staat klären sollte, wie es mit ihnen weitergeht. Mit Eltern sollte man was klären, beziehungsweise es war schon Kinder, die von dann so die Kinderheime, Familienkinderheime besuchten bzw. angenommen wurden. Also die Kinder, die entweder gelassen wurden oder die bei ihren Kindern genommen wurden. Und dann Olena und Olga haben mit den Eltern, diesen Kindern, temporären oder dann schon ständigen Eltern, diesen Kindern gearbeitet, um zu zeigen, wie es mit wie man mit diesen Kindern arbeiten kann. Und wurde auch die gewaltfreie Kommunikation verwendet. Так, ну і хочеться додати, що були групи такі взаємопідтримки, емпатійної підтримки, там, де ми разом з різними категоріями людей, тобто ми запрошували всіх, хто хотів би, да, вивчати більше ненасильницьку комунікацію, саме йшли по главах книги Маршала Розенберга, тобто розбирали їх, спілкувалися, давали якусь емпатійну підтримку один одному, розбирали різні ситуації і шукали можливості, як їх можна через ННС побачити і по-іншому вирішити. Oh, und es waren auch die Gruppen der Unterstützung, der empathischen Unterstützung. Die Menschen trafen sich zusammen, um gemeinsam zu klären, wie man die eine oder die andere Situation mit Hilfe von gewaltfreier Kommunikation lösen könnte. Sie nahmen so das Buch von Marshall Rosenberg und haben so Kapitel für Kapitel gelesen, analysiert diese Situationen, wie, wo, wie kann man dann so handeln. Ну, я думаю, що достатньо. Я так, Та але Шайник і Сенчон. можна я добавлю, що деякі з учасниць цих груп харківських зараз також вивчають ненасильницьку комунікацію і також долучаються до різних заходів. Einige von Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Gruppen, Unterstützungsgruppen in Kharkiv, lernen jetzt gewaltfreie Kommunikation und auch besuchen irgendwelche dann so Veranstaltungen zur gewaltfreien Kommunikation. Ja, danke. Olga, ich habe noch eine Frage an dich. Wie sieht deine Arbeit jetzt als Kindertherapeutin aus? Und wenn du als Montessori-Lehrerin in der Schule samstags arbeitest, wie ist das jetzt im Vergleich zu vorher, bevor der Krieg so heftig war? Ольга, ви зрозуміли, да?
Так, я зрозуміла. Я Україні. Правильно, чи я зрозуміла? Розказати про роботу в Україні і про роботу зараз. Да. Як ви працюєте зараз і як це відрізняється від того, як ви працювали в Україні раніше? Добре, я теж, будь ласка, українською. Давайте. В Україні я організувала простір освітній для підлітків, на якому запрошувала підлітків, і ми вивчали підлітків саме за методом ненасильницького спілкування. Це вирішення конфліктів, конфліктних ситуацій, це емпатія, самоемпатія. Ну і дуже багато важливих життєвих складних ситуацій, які саме метод ненасильницького спілкування допомагав дітям справлятися з їх такими важкими ситуаціями. In Kiev hat Olga mit Jugendlichen gearbeitet. Sie trafen sich zusammen und auch sie versuchten nach der Methode der gewaltfreien Kommunikation Konflikte zu lösen, schwierige Situationen zu lösen, zu analysieren, welchen Ausgang man aus dieser Situation finden kann. Es war auch Empathie, Selbstempathie und Konfliktlösungen, wie es das alles möglich ist. Також я є авторкою для підлітків методичного посібника, який називається «Щоденник позитивного спілкування». Цей посібник був створений і для підлітків, от, бо саме у ньому він допомагав вирішувати ці конфліктні ситуації завдяки на основі методу ненасильницького спілкування. Але це було і дуже допоміжним для психологів, вчителів і батьків. Olga hat auch so ein methodisches Büchlein geschrieben, Tagesbuch der positiven Kommunikation. Dieses Buch, methodisches Buch, sollte erklären, wie man Konflikte auf der Grundlage von gewaltfreier Kommunikation lösen sollte. Aber das war auch ein Buch für Psychologinnen, für Eltern auch. Також я в Україні працювала з вчителями, багато провела курсів на основі методу ненасильницького спілкування. Також був створена велика група хомскулерства в Україні. Ну, хомскулери в Німеччині нема хомскулерства, але в Україні це дуже велика спільнота. І саме для неї я також проводила, працювала з батьками і проводила багато тренінгів. Außerdem hat Olga Kurse für Lehrer gemacht, zur gewaltfreien Kommunikation, mehrere Kurse gegeben für Lehrer, für Schullehrer. Außerdem, es gibt auch so, ja, Homeschooling. Diese Situation gibt es in Deutschland nicht und in der Ukraine wohl. Sehr viele so gehen einfach so, besuchen die Schule nicht, sondern bleiben zu Hause und so Hausschule, Homeschooling und für Lehrer, die mit den Kindern arbeiten, die zu Hause sind, hat Olga auch Kurse gegeben. Hat mit ihnen gearbeitet. Також я організовувала для підлітків табори оздоровчі літні, і фокус був саме там метод ненасильницького спілкування. Ми з дітьми там вирішували конфлікти в основному. Olga hat auch so Sommer-Kindercamps organisiert. Mit dem Zweck, so zu Gesundheit Unterstützung im Sommer, Camp für Jugendliche, Gesundheit im Vordergrund, aber auch dort haben sie mit Hilfe von gewaltfreier Kommunikation Konflikte gelöst. І моя освіта психолога, Монтесорі вчителя, дуже була допоміжною в роботі з підлітками складними. Я працювала з складними підлітками в родинах, які до мене, батьки яких до мене звертались. Und Olgas Ausbildung als Psychologin und als Montessori-Lehrerin war auch sehr hilfreich in der Arbeit mit komplizierten Jugendlichen. Dort, wo Beziehungen schwierig waren, Eltern haben sich gewendet an Olga, um Olga
mit der Bitte um Hilfe. В Мюнхені я також продовжую свою роботу, саме роботу з дітьми. З одного боку, я працюю з дошкільнятами, і це моя освіта Монтесорі-вчителя. З іншого боку, я паралельно працюю із підлітковими групами і проводжу їм тренінги на основі методи насильницького спілкування. In München arbeitet Olga mit Kindern, mit Vorschulkindern. Dort hilft ihr ihre Ausbildung als Montessori-Pädagogin und mit den Jugendlichen. Bei den Jugendlichen geht es auch um die Arbeit mit dem Konflikt auf der Grundlage von gewaltfreier Kommunikation. Особливо для мене цінна робота саме українськими підлітками, бо я з мого досвіду я бачу, що ну, їм найскладніше, навіть чим дітям. Бо діти. Olga arbeitet ja sehr viel mit Jugendlichen und stellt das in Vordergrund, weil sie sieht aus ihrer Erfahrung, dass Jugendliche in der schwierigsten Lage sind. Es ist für sie schwieriger hier zu leben, sogar als für Kinder. Чому складніше? Чому складніше? Тому що діти поруч з батьками, а підлітки вони вже відокремлюються від батьків і вони дуже самотні, і їм дуже потрібні підтримки. Kinder sind mit den Eltern und Jugendlichen trennen sich schon von den Eltern und sie fühlen sich sehr, sehr einsam. Також я продовжувала підтримувати вчителів українських, проводила декілька курсів за методом насильницького спілкування. В основному це були емпатичні сесії. Olga hat auch mit den Erwachsenen in der Ukraine gearbeitet und das war zum großen Teil so die Empathie-Session. Відрізняється моя робота, мені не вистачає із-за того, що все ж таки недостатнє знання німецької мови, тому я не можу працювати як в Україні. Я працюю тут з українськими дітьми, і тому мені б хотілося більше, ну, але із-за того, що мову я продовжую навчати, то, ну, звичайно, не такий об'єм, масштаб роботи, як був в Україні, на жаль. Selbstverständlich arbeitet jetzt Olga weniger als die Ukraine. Sie würde sehr gerne mehr machen, im größeren Umfang, aber sie hat nicht genug Deutschkenntnisse. Sie lernt Deutsch, aber sie arbeitet jetzt nur mit den ukrainischen Kindern, weil Deutsch noch zu lernen ist. Alles. Danke. Vielen Dank. Okay, danke. Ich habe gesehen, dass Olena Kristallova bei uns ist. Sie lebt in Odessa. Und ich würde gerne die Chance nutzen, ein bisschen von ihr zu hören, wie gewaltfreie Kommunikation sie unterstützt, unter diesen Kriegsbedingungen zu leben. Ich weiß, dass es in Odessa viele Angriffe gibt und es eine schwierige Situation ist. Und ich habe sie im Chat gefragt, ob sie bereit ist, etwas zu erzählen, und sie hat ja gesagt. Danke. Ich bin Olena Kristallova. Ich wohne in Ukraine, in Odessa. Und mein Wünsche ist, поблагодарить, я перейду з німецького на українську мову. Я хочу подякувати Інтраут за ті заходи, які Інтраут проводить. І я хочу сказати, що
нас в Одесі стає трошки веселіше, тепліше і сердечніше від того, що є люди, які поширюють ненасильницьку комунікацію. Олена bedankt sich bei ihrem Braut. Sie wohnt jetzt so in Odessa. Und sie sagt, dass es in Odessa ein bisschen wärmer, ein bisschen besser zu leben ist. Deswegen, was es Menschen gibt, die die gewaltfreie Kommunikation in Odessa verbreiten. Мені пощастливилось, да, мені було дуже приємно проходити курси Зеленої Мельник і знайомитися з досвідом людей, які проводять групи з емпатійною підтримкою, які працюють в програмі в стилі, в русі ненасильницької комунікації. Olena hat so Glück gehabt, in den Gruppen zu arbeiten, wo auch Olena Melnik, aber ja, Olena Melnik, da, wo Olena Melnik arbeitet und so in diesen Gruppen so gewaltfreie Kommunikation zu lernen. Що стосується особисто моєї роботи, я працюю психологом в санаторії, але насправді це санаторій – це госпіталь для військовослужбовців. І я вдячна за можливість працювати, застосовуючи ненасильницьку комунікацію, тому що це те, що я відчуваю, як працює з людьми, які постраждали від травми. Травми. Ви маєте на увазі травму психічну чи поранення? І Психічну то, травму, так? бо це люди на реабілітації, вони проходять тілесну реабілітацію, але вони більш поранені душевно. Да? Ольга arbeitet jetzt in einem dann Sanatorium, aber das ist nicht jetzt nicht als Sanatorium, sondern als Spital. Dort sind die Verwundeten und Olena benutzt gewaltfreie Kommunikation und ist sehr dankbar für diese Möglichkeit, weil die Menschen sind verletzt und sie auch in der ersten Linie seelisch verletzt. Und für die traumatisierten Menschen, seelisch traumatisierten Menschen, sie sieht, wie gut das arbeitet. Sie brauchen jetzt Rehabilitation physischer und seelischer. І безпосередньо в роботі у мене військовослужбовці і їх родини. І дуже приємно відзначати, коли військовослужбовці запрошують своїх дружин для того, щоб подолати конфлікти, подолати непорозуміння, адже змінюється як. Жінки, які чекають військовослужбовців, так і люди, які пережили травмні події, і вони змінились від тих умов середовища, в якому вони служать. Ja, Olena arbeitet mit den Soldaten, aber auch mit den Frauen. Und Olena sagt, es ist sehr angenehm, wenn sie Krieger ihre Frauen einladen, damit sie Konflikte lösen können und damit sie einander verstehen können und miteinander klarkommen können, weil die Bedingungen, in denen man lebt, in denen man im Krieg ist, verändern den Menschen natürlich. Und dann muss man so die Mann und Frau kommen und müssen lernen, wie man miteinander überhaupt weiterleben kann. І я дуже вдячна Імтраут за супервізійну сесію, де ми бачили з Оленою, з Ольгою, з Оленою Лукаш онлайн, да, коли вітали Ольгу. І насправді зараз в мене на меті організувати проведення групових робіт з емпатійної підтримки, охопити переселенців, охопити військовослужбовців, можливо, ветеранів, які визнані непридатними до військової служби, і ці вразливі верстви населення, які потребують підтримки, і щодо яких, ну, точно буде круто застосовувати, і які зможуть змінити своє життя, покращити якість
свого життя, застосовуючи принципи ненасильницької комунікації. Olene bedankt sich sehr für diese Supervision, für ihre Supervision, Traut, wo sie Olena und Olga und Olena noch sehen könnte. Und jetzt haben sie in Sicht die Gruppen für diese empathische Unterstützung zu organisieren von ganz verschiedenen Menschen, die auf eine oder andere Weise vom Krieg getroffen sind, für dann Veteranen, für Verletzten, für die Familien, für Menschen, die dann so große Gruppen. Und Olena meint, dass das sehr hilfreich wird und dann helfen kann. Дякуючи розповідям Ольги і тому, як нас надихає Траут, хочеться йти і слідувати тим шляхом, який пройшли дівчата, надихатися їх досвідом і допомагати, створювати умови, коли більша кількість людей буде жити повним, якісним, змістовним життям, навіть за тих важких умов, яких ми зараз переживаємо. Dank Erzählungen von Olga und dank Supervision, das ist alles sehr inspirierend. Und man könnte diesen Weg gehen, so vielen Menschen wie möglich so zu sich holen, damit man auch bei den schwierigen Bedingungen, bei denen man jetzt in der Ukraine wohnt, doch ein richtiges Leben führen könnte. Сподіваюсь на вашу підтримку і дякую. Olena hofft auf eure Unterstützung und bedankt sich. Ja, danke für den Beitrag, der jetzt ganz unerwartet war und ich denke gleichzeitig auch wirklich hilfreich, um noch mehr zu verstehen. Katrin. Ja, mich würde interessieren, ob ihr weiterhin mit den Ukrainern in der Ukraine arbeitet und dann eben online das macht. Будь ласка, чи ви працюєте з українцями в Україні онлайн? Так, це основний зараз напрямок. Це основний зараз напрямок моєї діяльності, принаймні, це терапія онлайн якраз з українцями, але і в Україні, і ті, хто виїхав і зараз, і ну, тобто з різних куточків взагалі, насправді, планети, на жаль, зараз. Ми всюди зараз. Hauptrichtung, das ist die Arbeit online, Unterstützung der Ukrainer in der Ukraine und in der ganzen Welt, wo jetzt die Ukrainer leben, leider. Я теж хочу додати, що є дуже багато організацій, які запрошують психологів і надають підтримку українцям будь-якому місці, де вони б не знаходилися. Я працюю волонтеркою безкоштовно, надаю підтримку українцям. В основному це біженці. В основному це біженці. Не онлайн, так? Онлайн, але теж я онлайн. волонтерка. Я волонтерка, я надаю ці послуги безкоштовно для українських. Ja, es gibt jetzt viele Organisationen, die das organisieren, so Unterstützung für die Ukraine. Und Olga arbeitet an einer solchen Organisation ehrenamtlich. Sie arbeitet online mit den Ukrainern, auch in verschiedenen Ländern, als Freiwillige. Wow. Ich arbeite auch ehrenamtlich. Seit erster Tag bin ich hier in München und unterstütze ich hier in München eine Gruppe, eine Frauengruppe und online mit ukrainischen Leuten. Weil hier in Deutschland hat viele auch Psychologe mit deutschen Kenntnissen und sie können auch unterstützen Leute hier. In der Ukraine gleichzeitig auch gibt viele Projekte, aber das ist nicht genug jetzt, weil viele Leute brauchen. Ich sage nein öfters, als ich möchte. Das. Soll aber sagen öfter, als sie wollte. Ja, vielen Dank.
Ja. Da frage ich noch was. Also erstmal bin ich ganz begeistert und eine hohe Wertschätzung für diese tolle Arbeit Ein bisschen langsamer sprechen. von diesen Frauen. Ich bin sehr begeistert von der Arbeit, die sie hier leisten für ihre. Захоплена цією роботою, яку ви робите. Ach so, okay. Ich wollte fragen, ob Sie die gewaltfreie Kommunikation, also die Bedürfnisse, wenn Sie die transportieren wollen für die anderen, also wenn Sie verstehen wollen, was die für Bedürfnisse haben, diese Menschen in der Heimat oder die Probleme oder die Konflikte, ist das schwer für Sie? Also auch durch die Distanz, dass so diese Empathie zu halten? Oder kippt das manchmal, dass man da selber, dass man nicht leidet? Dass man so die Distanz hat für die Emotionen der anderen? Скажіть, будь ласка, чи важко це для вас спробувати зрозуміти потреби людей, які залишилися в Україні? Бадьорше, до меншин ді інде України зінт, я? Ja. Чи важко для вас зрозуміти ці потреби? Чи страждаєте ви з цими людьми разом? Чи ви маєте дистанцію певну? Я хочу сказати, що я проживаю кожні обстріли разом з Україною. Я не сплю ночі, коли тривога, то я вже не сплю. І кожен ранок мій починається з новин, що робиться в Україні. Тому так, я не відчуваю відстані з Україною. Моє серце, ну, як я вже казала, половина тут, половина там, і я проживаю всі ці емоції, які проживають люди там в Україні. Olga sagt, dass sie jeder Raketenbeschuss erlebt mit den Ukrainern. Wenn es ist so ein Luftalarm ist, dann geht sie nicht schlafen. Und jeden Morgen beginnt mit den Nachrichten. Olga sagt, dass sie ihr Herz ist geteilt, so eine Hälfte ist in der Ukraine und sie erlebt das alles mit allen Menschen, die dann hier sind. Я хотіла додати, що це, напевно, неможливо. Мені б дуже хотілося, можливо, чогось не знати або не виключити якось так своє серце і свою голову, але це неможливо, бо прожили основну часть, частину життя, більшу частину життя в своїй країні, і багато рідних залишилося і продовжують залишатися по всій Україні. У мене і в Херсонській області, і в Харкові, і в Харківській області, і рідні, які захищають. Тому це неможливо виключити, але є великий плюс, що тут у нас, у Німеччині, є можливість хоча б на трошки перезавантажитися прогулкою на природі, побути в тиші, хоч якийсь. Та, і це мені особисто це допомагає. Мати цю Olga дистанцію. sagt, dass sie wahrscheinlich es gerne hätte, so irgendwelche Distanz zu haben, so sich auszuschalten. Aber das ist unmöglich, weil man hat fast das ganze Leben dort in der Ukraine gelebt. Es gibt Freunde und Verwandten, die in den Städten wohnen. Es gibt Verwandte, die das Land verteidigen. Und deswegen, man erlebt das alles mit. Es ist aber große Plus, dass man in Deutschland mindestens für kurze Zeit sich irgendwie ablenken kann, wenn man zum Beispiel in den Wald geht und sich irgendwie regeneriert dadurch. І я теж хочу додати, що якщо це, наприклад, люди, яких я не знаю, ну, тобто не рідні, не друзі, а нові клієнти, і вони з України, і я завжди звіряюся і говорю відверто, що я зараз знаходжусь в Німеччині. Чи це добре для вас, чи може, ну, це нормально для вас, там, як ви це сприймаєте? І я жодного разу не отримала, що ні, мені це не підходить.
А навпаки, є таке, що ну, якби, яка різниця, звідки допомога? Якщо ви можете допомогти, це ну, головне, бо ми всі переживаємо одне і те ж саме, де б ми не знаходились. Ну, тобто для мене жодного відгуку негативного не було ще з того приводу, що я знаходжусь в іншій країні і більш безпечній, ніж інші. Olga sagt, na, Olena sagt, dass sie jedes Mal, wenn es um irgendwelche unbekannte Menschen geht, dann sagt sie sofort, ich bin in Deutschland. Und sie fragt, ob es für die Person, der sie helfen sollte, könnte, wollte, ob es für diese Person in Ordnung ist. Dass sie in Deutschland ist, in Sicherheit, und sie eben nicht, dann fragt sie extra, ob es gut ist. Und es war noch kein Mal passierte, dass jemand sagte, nein, das ist für mich nicht okay. Weil man sagt, ja, wir verstehen das, dass wir alle das Gleiche erleben. Und das spielt keine Rolle, wo der Mensch ist, der helfen kann. Hauptsache, dass man helfen kann, dass die Hilfe kommt. Ich stelle mir das teilweise sehr, sehr schmerzhaft vor und kann mir vorstellen, dass ihr ganz viel, ja, Empathie und für euch selbst auch braucht und ja, viele Möglichkeiten einfach braucht, um euch ja, ja, um so die Stärke zu kriegen, die dazu verhilft, anderen Menschen zu helfen. Да, Крістіана каже, що та вона відчуває, розуміє, як це боляче для вас, що вам потрібно багато емпатії для самих себе і багато можливостей шукати багато альтернатив, підтримати самих себе. Для того, щоб потім ви мали можливість підтримувати, допомагати іншим людям. Und ich bin schwer beeindruckt von eurer Arbeit. Да, Кристіана каже, що вона під великим-великим враженням від вашої роботи. Vielleicht mögt ihr auch noch was dazu sagen. Ich habe von euch verstanden, dass ihr auch eure Empathie, Partner, Partnerinnen habt, wo ihr euch auch gegenseitig unterstützt, weil das wie so eine Art Supervision oder Intervision auch hilft, ein Stück Abstand zu bekommen. Und vielleicht könnt ihr dazu was sagen, wie euch GFK da hilft. Можливо, у вас є також супервізії або інтервізії, де ви зустрічаєтесь для того, щоб підтримати один одного, що дає вам також сили і. Так, я ще хотіла додати, бо я не сказала про дуже важливу річ, яка відбувається також в онлайні, і це проект чотирирічний вже емпатійна підтримка для всіх українців. Він починався з ковіду, з часів ковіду, і зараз продовжується. І це близько 30 практиків ненасильницького спілкування, які з України, які зараз уже не тільки в Україні, всьому світу, та але і в Україні також. І цей проект організували і проводять Анжела Старовойтова і Олена Мельник, і підтримують спільноту практиків. І це не тільки навчання для тих, хто навчає і хто дає емпатичну підтримку, це і супервізії, і регулярні інтервізійні групи, але й також останні 2 роки були проведені навчання лідерів і навчання ведучих груп оцих емпатичних підтримок. І це те, що шириться вже 2-й рік Україною, і я безмежно вдячна, що я є частиною цього проекту.
Не четвертий рік, а другий рік, да? Ні, четвертий рік, другий рік ми навчаємо вже ведучих груп самопідтримки. Тобто раніше 4 роки це просто було підтримка людей в груповому форматі, в індивідуальному форматі. А зараз ще додатково навчання останні 2 роки, навчання ведучих груп самопідтримки. І ось пані Олена Кристалова, це одна із, мені здається, 80 людей, та протягом року навчається в цьому проєкті. Тобто я радію, що є таке, знаєте, посередництво зараз, і дійсно на нас шириться Україною. Okay. Olga hat eine sehr wichtige Sache nicht gesagt. So schon 4 Jahre gibt es ein Projekt der empathischen Unterstützung der Menschen in der Ukraine. Es war ungefähr 25 Trainer für gewaltfreie Kommunikation, die seit der Covid-Zeiten einfach den Ukrainern helfen. Das ist begonnen Аллочка, але vor. тут нюанс маленький, не тренерів, а практиків. Там у нас тільки 5 тренерів поки що. Okay, Entschuldigung, 25 Praktika der gewaltfreien Kommunikation, weil es gibt nur 5 Trainer. Entschuldigung, ja, das ist ein großer Unterschied, ich weiß. Also, zuerst ging es um die Unterstützung, den Menschengruppenunterstützung, empathische Unterstützung, und schon das zweite Jahr. Olena Melnik und Angela Starowojtowa, sie geben jetzt und unterrichten jetzt die Leiter der Gruppen dieser Unterstützung. So, Olena gehört zu diesen dann 8 Menschen, glaube ich, so, die gelernt werden, wie sie selber die Gruppen unterstützen können. Sehr правильно, да? Olga macht das auch. Sie Я є частиною unterrichtet. тренерського колективу, так. Sie gehört zu diesem dann Trainer-Team, die dann die Menschen ausbilden, die dann Gruppen führen kann. Und Olga freut sich sehr, dass so sie zu diesem Team gehört. Und dass es überhaupt sowas gibt. Там є регулярна і супервізія, і інтервізія для тих людей, які не тільки надають емпатичну підтримку, але й навчають інших. Dort gibt es auch Supervisionen und Intervisionen für die Menschen, die diese Gruppen führen und auch für Trainer, die dann die Leiterinnen dieser Gruppe dann ausbilden. Так. Хочу ще сказати про один чудовий проєкт в Україні, який називається «Добробут України». І ось нещодавно супервізії проводила тренерка з насильницького спілкування і асесорка Ольга Нгуен і підтримувала саме практиків і кандидатів. Ольга. Ольга як? Ольга? Ольга Гуен, не Гуен. Гуен. Es gibt auch ein Projekt, heißt Dobrobut der Ukraine, so Güter der Ukraine ungefähr. Und Olga Uen hat so auch die Menschen im Bereich der gewaltfreien Kommunikation unterstützt. Також у нас ще є група онлайн. Ми не так часто збираємося, як хотілося, бо ми всі настільки в різних і куточках і зайняті, але все одно ми раз на місяць-два можемо збиратися. Це ті, хто сертифікується на шляху сертифікації. Ми збираємося і теж або щось проводимо, якусь справу, або просто говоримо, підтримуємо один одного. З якими запитами звертаємося, і це теж як допоміжний інструмент, може не такий, знаєте, часто використовуємо, але є. Gibt auch eine Gruppe online. Sie treffen sich nicht sehr oft, weil sie alle sehr viele Aufgaben haben. Aber mindestens ein, zweimal pro Jahr, einmal pro Monat oder pro 2 Monaten treffen sich die Menschen, die auf dem Wege der Zertifikation sind. Und sie treffen sich, um irgendwelche Übungen zusammen zu machen oder einfach etwas zu besprechen, Fragen zu beantworten. Und das ist auch so eine Hilfe für alle. І ключові відмінності розбираємо там також.
Між чим і чим? Ключові відмінності. Ага, окей, das muss man. Und da, dort besprechen Sie die Schlüsselunterschiede. Was das ist, weiß ich nicht. Ich habe nur übersetzt. Я також хочу сказати, що в мене є Empathy Buddy, да, це така людина, яка підтримує мене. Я сподіваюся, що я її, це Сінта. І Оля Кліменка, ми, може, теж не дуже часто, як нам хотілося, але коли зізвонюємося, звіряємося одна з одною, як ми, якась є така, такий зв'язок залишається теплий, і це теж дуже допомагає нам далі рухатися. Und Olena sagt, es gibt so auch Empathy Buddy. Olena und Olga dann sprechen miteinander, telefonieren. Das ist so eine dann sehr gute Verbindung und diese Verbindung auch sehr, sehr hilfreich ist. Я хочу додати, що ми з Олею живемо в Мюнхені, і навіть ну, сусідки, то я дуже вдячна також Олі, що вона підтримувала мене багато разів. І саме Олю я вважаю своєю empathy buddy. Дуже-дуже Так. дякую. Olga und Olga wohnen in München. Sie sind Nachbarinnen und Olga hat Olga sehr, sehr oft unterstützt. Und Olga meint genau Olga, ihre Empathy Buddy, und sie ist sehr dankbar für ihre Unterstützung und ihre Hilfe. І це взаємно, це дійсно цей зв'язок, який нас підтримує з іншими людьми, з тими, хто практикує мене, з тими, хто є нам близьким, хто ділиться. Ну, мене це підтримувало найбільше, більше, ніж моя власна психотерапія останні 2 роки. Olga sagt, dass diese Verbindung mit den Menschen, die auch gewaltfreie Kommunikation ja, praktizieren, lernen, diese Verbindung ist sehr wichtig. Und Olga sagt, diese Verbindung mit diesen Menschen, die gleichsinnig sind, sie hat sie mehr unterstützt als irgendwelche Psychologinnen. Das kann ich mir gut vorstellen. Christiane sagt, ja, ви зрозуміли. Вона може гарно це зрозуміти. Я тільки вдячна, дорога Ронтрау, тобі, Крістіані, Алі і всім, хто тут є. Ну, данбаркайт ан Алі. Краут, ан Алі дихезін. Ja, und ich freue mich schon, euch beim IIT zu sehen.